sogenannte Steherrennen. Das spielt sich auf einer Radrennbahn ab, auf der ein Radfahrer im Windschatten eines schweren Motorrads fährt. Der RC Schwalbe 03 in Solingen praktiziert diese Disziplin mit ganz viel Leidenschaft mitten im Wald, wo es ansonsten ruhig und idyllisch ist. Und meine Kollegin Vanessa Linde zeigt uns jetzt mal, was es mit dem Steherrennen auf sich hat. Vanessa, bitte. Irre laut und wahnsinnig schnell. So geht's zur Sache, wenn fürs Steherrennen trainiert wird. Und ich muss sagen, ich habe da einfach nur ein riesengroßes Fragezeichen auf der Stirn. Ich habe sowas noch nie gesehen und habe deswegen echt Glück, dass ich hier in allerbester Gesellschaft bin. Denn hier am Rand steht Jan Breuer, der war 1974 Weltmeister in dieser Disziplin und hat ein ganz scharfes Auge gleich auf seinen Sohn. Herr Breuer, können Sie uns mal sagen, wie funktioniert das? Was machen die da? Ja, Steherrennen ist eigentlich die Formel 1 des Radsports, ja. Durch den Schrittmacher, der vorne einen gewissen Windzug erzeugt, kann der folgende Radfahrer, sprich der Steher, kann er eine viel höhere Geschwindigkeit erreichen, als wie das normal auf dem Fahrrad möglich wäre. Das heißt, der Steher bildet mit seinem Körper einen Windschatten. Ja, genau so ist es. Also der Steher ist eigentlich der Schrittmacher, ja, und der Steher, den Sie bezeichnen, ist der Fahrer denn, ja. Wie schnell fahren die denn? Ja, die können schon Geschwindigkeiten von, sagen wir, hier auf der Bahn 75, 78 km/h erreichen. Und das ist schon eine ganz passable Angelegenheit. Wie viel schneller ist das, als wenn die jetzt normal... Normaler Radfahrer, wenn er jetzt, sagen wir mal, 30, 35 bis 40, in der Höchstspitze 50 Stundenkilometer reicht, ist das schon ein Vergleich der... Deutlich schneller. Ja, ja. Ihr Sohn geht gleich auf die Bahn. Wenn Sie da ein kritisches Auge drauf werfen, gucken Sie dann wirklich auf Ihren Sohn oder auch auf den Schrittmacher? Die sind ja ein Team. Ja, eigentlich beides, weil es soll eine Einheit bilden. Wenn die gut eingespielt sind, ist der Erfolg dann auch im Wettbewerb ist er auch gegeben. Ja? Okay, herzlichen Dank. Wir gehen mal rüber zu Ihrem Sohn. Der ist schon quasi in Startposition. Herr Breuer, Sie gehen gleich hier auf die Bahn mit Ihrem Schrittmacher. Haben Sie da vorher was abgesprochen? Ja, man muss natürlich schon vorher ein bisschen sich kennenlernen und halt das Zusammenspiel fördern, um natürlich dann ein harmonisches Paar abzugeben. Wie kommunizieren Sie? Es ist wirklich wahnsinnig laut. Man hört das im Fernsehen nicht so, aber es ist eine wirklich irre Lärmbelästigung. Wie sagen Sie dem, was er machen soll? Ja, im Grunde genommen gibt es halt nur zwei Kommandos. Da ist Allee für schneller und O für langsamer. Aber Sie rufen das einfach? Ja, und zwar, er hat da oben Klappen am Helm und der Helm ist offen nach hinten, dass man sozusagen den Umgebungslärm etwas abschirmt, nur von hinten an die Kommandos besser hören kann. Wenn Sie das jetzt machen, Sie könnten ja auch einfach sagen, ich mache normalen Radrennsport. Was ist diese sportliche Herausforderung dabei, dass man sagt, ich mache beim Steherrennen mit? Ja, ist einfach faszinierend, der Stehersport, die Geschwindigkeit, die Zweikämpfe, ist halt noch ein bisschen spannender und halt schneller als wie das normale Straßenrennen. Wir gehen mal ein Stückchen, vielen Dank und eine gute Fahrt. Wir gehen mal ein Stückchen weiter, wir gucken uns mal eben diesen Helm an, von dem Jan Breuer gerade geredet hat. Hallo Herr Schmidt, Sie sind der Schrittmacher hier. Ja. Wir gucken, dürfen wir mal eben einen Blick auf Ihren Helm werfen. Da sind diese Klappen und dadurch hören Sie, was der Herr Breuer Ihnen zuruft. So ist es, ne? Ja, sind ja so gebaut, dass sie hinten vorne zu sind, hinten auf. Ich dachte, wir kippen. Und dadurch hört dann, was er sagt. Das heißt, wenn er sagt Allee, dann geben Sie mal richtig Gas. Das ist eigentlich die einzige Sprache, die wir haben. Er sagt Allee, das Tempo bestimme ich als Schrittmacher. Ja. Wunderbar, wir gucken uns das gleich mal an. Sie haben ja auch eine ganz wichtige Rolle bei der Sache. Ne? Ja, muss man so ein bisschen Gefühl dafür haben, oder? Schrittmacher ist 50-60% im Paar, wo er für verantwortlich ist. Ja. Vielen Dank, eine gute Fahrt. Natürlich ist das Team super wichtig, die Kommunikation zwischen denen, aber damit das überhaupt so funktioniert, ist auch der Fuhrpark unheimlich wichtig und über den wacht hier beim RC Schwalbe 03 Horst Sammer, erster Vorsitzender. Herr Sammer, können Sie uns mal kurz erklären, wenn man so ein Moped umbaut für diesen Sport, was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist erstmal der Lenker. Der das sieht man, das ist nicht schwer zu erkennen. Das ist nicht schwer zu erkennen. Der Lenker, dann einmal die Fußraste. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie ein Steigbügel, ne? Ja, der wird drin gestanden, der Schrittmacher steht, der Sitz ist verändert, das ist nicht der normale Motorradsitz, sondern der Sitz ist hochgestellt. Und die dritte Position ist die Rolle, an dem der Fahrer immer im Windschatten mitfahrt. Genau, der kann da ganz nah dran kommen, glaube ich, aber ich habe gelernt, der ist da nicht fest dran. Ich dachte ja am Anfang, der ist da vielleicht dran geschnallt oder so. Nein, der kann die nur berühren und kriegt keinen richtigen Stopp, weil die mitdreht. Ne? So die dreht mit, es ist eine Rolle dran, die dreht mit und der Fahrer holt den Schwung richtig mit.
den nimmt er mit, den er hat. Herzlichen Dank, Herr Sammer. Wenn jetzt jemand zu Hause denkt, wow, das ist eine abgefahrene Sache, habe ich auch mal Lust zu, bitte, bitte nicht probieren, ist wirklich ordentlich gefährlich. Nicht den Nachbarn sagen, hol dein Moped raus, ich klemme mich in deinen Windschatten. Lieber beim RC Schwalbe in Solingen vorbeikommen. Die suchen auch Mitglieder, die freuen sich richtig. Und wenn sie ein bisschen geübt haben, dann dürfen sie die Gaudi vielleicht auch mal mitmachen. Danke, Vanessa. Ich würde Ihnen das Wort gerne wenigstens einmal ersparen, aber ich komme nicht drum herum.